In der Agenda 2030 für eine nachhaltige Entwicklung haben die Vereinten Nationen 17 weltweit geltende Ziele festgelegt. Als Ziel Nummer 11 wurde festgelegt, Stadt- und Siedlungsplanung so zu gestalten, dass diese Bereiche inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig sind. Forschungsbereiche, die auch in der Fachhochschule Burgenland behandelt werden. Mein Name ist Werner Stutterecker. Ich bin hier Studiengangsleiter für den Bachelorstudiengang Gebäudetechnik, Gebäudeautomation und wir arbeiten in diesem Bereich an der Fachhochschule auch an Forschungsprojekten. Ein breites Forschungsspektrum beim Thema Nachhaltigkeit umfasst die Gebäudetechnik. Denn bei richtiger Planung und Einsatz neuer Technik kann hier in Zukunft der Energieverbrauch massiv reduziert werden. In der Europäischen Union werden 40% des Endenergiebedarfs von Gebäuden verursacht. Daher ist es besonders wichtig, dass man Gebäude möglichst energieeffizient, ressourcenschonend und nachhaltig mit Energie versorgt. Das erfüllt genau die Gebäudetechnik und das heißt, die Gebäudetechnikerin oder der Gebäudetechniker ist nun dafür verantwortlich, dass die Gebäude energieeffizient und nachhaltig mit Energie versorgt werden. 17 Mal nachhaltig widmet Ihnen Forschung Burgenland, Energie Burgenland und Fachhochschule Burgenland.